Sie sind umgezogen. Nach reiflicher Überlegung entschied sich Familie Schäfer, ihren Firmensitz von Damsing nach Mariapfarr zu verlegen. Eine kurze, aber intensive Bauzeit liegt hinter ihnen. Nun sehen sie aber mit Freude und Zuversicht in die Zukunft. Also für einen Bürgermeister ist der heutige Tag ein Glückstag. Also wir freuen uns über jeden Betrieb, den wir bei uns in Mariapfarr begrüßen können und dürfen. Es ist eine Aufwertung für unseren Wirtschaftsstandort, wieder ein neues Angebot, neue Produkte. Das rundet unser Angebot ab. Was war für Sie der Grund, sich selbstständig zu machen? Mir hat es einfach geärgert, weil ich war Imker, ich war Schnapsbrenner. Und man hat eigentlich zur richtigen saisonellen Sache oder nie das Richtige da gehabt. Und man hat das irgendwo besorgen müssen, ob das jetzt im Internet war oder auswärts war irgendwo. Das hat mich einfach irgendwann einmal genervt und gesagt, das gibt es ja nicht, das muss ja mehreren so gehen, nicht nur mir. Und da ist nachher der Entschluss entstanden, also gemeinsam mit meiner Frau, dass wir gesagt haben, okay, wir probieren das aus. Ich habe das vorher nebenberuflich gemacht, dass ich neben zur normalen Arbeit das Geschäftsleben nebenzu gehabt habe. Und so ist das nachher gewachsen. Und es hat sich bewahrheitet, es hat einige gegeben, denen es gleich gegangen ist wie mir, wo die auch genau das Problem gehabt haben, dass eben zur saisonalen Zeit nichts Richtiges da war. Und das ist damit nachher gelungen und abgedeckt worden. Freunde und Wegbegleiter folgten ihrer Einladung und sahen sich in den neuen Räumlichkeiten um. Ja, ich bin mittlerweile mit der Familie Schäfer befreundet, weil ich die Edith auch so gut kenne und einfach wir auf einer Linie sind mit denen, dass wir für unsere Umwelt was da wollen, dass wir bewusst leben wollen und dass wir einfach was verändern wollen. Und das muss man echt schätzen und bewahren, wenn wer wirklich die gleiche Linie fährt und sowas aufstößt in Lungau, gell? Das ist Mut, das ist Brennen für irgendwas. Was aus Mangel an Zubehör für die Imkerei den Anfang nahm, hat sich heute das Sortiment der Schäfers vielfältig erweitert. Neben dem Imkerei- und Brennereibedarf interessierten sich die Besucher auch für die Lasergravur, die auf vielen Materialien anwendbar ist. Gerne geben sie ihr Wissen an ihre Kunden weiter. Wo man ganz persönlich einfach die eigenen Bilder auflesen lassen kann und so. Das sind so die Inputs, wo sie rausgehen, wo ich sage, ja, das nächste Mal komme ich da rein und dann kann ich mir ganz was Spezielles zum Geschenk machen lassen. Liebevoll gestaltete Geschenksideen tragen die persönliche Handschrift von Edith und Hans Schäfer. Stimmt, wir haben da so ein bisschen eine Kombi auch. Also für die Imker, dass du sagst, ich kann da herfahren, ich kriege alles, was ich brauche. Weil es ist nicht so wenig, was ein Imker braucht, dass er ein bisschen ein Glasl Honig zusammenbringt oder Schnapsbrenner, alles. Das ist einfach die Kombination, einfach, dass das ein bisschen ein Gesamtes ist. Bodenständigkeit und Naturverbundenheit spielt nicht nur in ihrem Leben, sondern auch in ihrer Arbeit eine große Rolle. Innovative Technik, traditionelles Handwerk und die Liebe zur Natur prägt ihre Freude an dem, was sie tun.